Flachau ist bereit. Einen Tag vor dem Damenslalom und zwei Tage vor dem Herrenrennen ist die Flutlichtanlage aufgebaut und die Piste fertig. Letzte Arbeiten werden hier nur noch an der Tribüne getätigt, wo 1700 Menschen Platz finden. Insgesamt erwartet man hier pro Tag 15.000 bis 20.000 Besucher. 400 Freiwillige haben in den letzten Wochen hier gearbeitet, 200 davon allein vom Flachauer Skiclub. Die alle 200 Personen haben sich Urlaub genommen und ja, man braucht circa mindestens eine Woche Urlaub. Und es ist einfach sehr erfreulich, sage ich jetzt mal, dass vor allem im eigenen Ort so viele Personen zur Verfügung stehen. Unter den Arbeitern ist auch Bergbahnenbetriebsleiter Anton Kirchgasser, der Vater von Lokalmatadorin Michaela Kirchgasser. Der letzte Tag war heute nochmal ganz schön turbulent, weil doch sich alles zusammenspitzt und wenn man da schauen muss, dass man wirklich mit allem fertig wird und dass alles auch so passt, wie es sein sollte. Die Michaela ist sehr, sehr motiviert. Ich hoffe, dass sie es gleich gut runterbringt, wieder mal die zwei Läufe, auch im zweiten, wie sie immer selber sagt. Und das glaube ich, dass ihr das wirklich passiert und dass ihr das auch aufgewehrt. Sie ist auf einem guten Weg momentan. Mitten im Ort liegt das Hotel Reselwirt. Der 4-Sterne-Betrieb ist Heimat für die ÖSV-Damen während der Flachauer Rennen. In entspannter Atmosphäre schauen sich Malis Schild und Co. hier noch den Slalom von Alta Badia an. Österreichs Skifahrerinnen sind nicht zum ersten Mal hier. Wir sind natürlich super happy, dass wir die ÖSV-Damen die nächsten Tage wieder bei uns einquartiert haben. Sie sind ja die letzten Jahre auch schon bei uns gewesen. Und das ist immer ein ganz nettes Miteinander. Man kennt sie natürlich. Und man freut sich aber, wenn man wieder einander sieht und sie fühlen sich auch ein bisschen, glaube ich, wie daheim bei uns. Die Volksschule fungiert als Pressezentrum. Hier sitzt auch der Tourismuschef von Flachau. Er weiß, dass sich die Kosten des Rennens von 700.000 Euro leicht rechnen werden. Also wir sind für die nächsten 5 Jahre fest in Planung für einen Damen-Nachtslalom, jeweils immer im Jänner. Und das ist ein Zeithorizont, mit dem sind wir schon mal ganz zufrieden. Ich denke mal, wir wollen wirklich ein Klassiker zukünftig werden. Und wenn man die letzten Jahre anschaut, wie viele Zuschauer da waren und wie auch das Medieninteresse war, die Fernsehübertragungen, dann sind wir auf dem besten Weg dahin, dass wir ein Klassiker werden. Für einen Klassiker braucht es wohl noch ein paar Jahre. Aber mit über 30.000 Zuschauern an 2 Tagen kann Flachau an die populären Nachtrennen von Schladming und Zagreb locker anknüpfen.